Ja, unser Projekt nennt sich Mate Light. Hier sieht man eindeutig schon mal etwas Flüssiges anscheinend und im Hintergrund eine Beleuchtung. Ja, also die Flüssigkeit war Mate, also ein Getränk. Man kann natürlich auch Tee nehmen oder whatever. Und Ziel unseres Trinkgefäßes ist, das zu beleuchten. Und das macht es nicht irgendwie, sondern passend zur Temperatur. So sieht man, ob die Mate wirklich perfekt gekühlt ist und man sie auch gut trinken kann. Also ihr seht, das wird durch die Farben Rot und Blau symbolisiert auf den Bildern dort. Das ist natürlich erstens wunderschön bunt und beleuchtete Getränke sehen einfach cool aus. Aber es ist natürlich auch ein guter Indikator für die Temperatur. Und wie wir an den Alpakas sehen können, wenn das Alpaka erfriert, ist es traurig. Wenn es verdampft, ist es traurig. Aber wenn es die richtige Temperatur hat und grün leuchtet, dann ist es richtig glücklich. Man kann das System natürlich noch erweitern und vielleicht Schwimmbecken erleuchten oder Pools oder sein Schnitzel. Alpaka-Schnitzel natürlich. So, das sieht jetzt vielleicht etwas kompliziert aus, aber es ist ganz einfach. Das große Rechteck hier ist unser Arduino, der eine Stromversorgung hat, plus 5 Volt und 0 Volt und als Eingang ein Temperatursensor. Als Ausgang hat er eine RGB-LED, das heißt, die kann in allen möglichen Farben leuchten und die entsprechenden Vorwiderstände, damit die LED nicht kaputt geht. So, dann zur Software. Das ist, wie gesagt, schon mit einem Arduino hergestellt. Demnach haben wir da erstmal am Anfang ein paar LEDs registriert, danach ein Temperatursensor. Das, da unten ist einfach erstmal Input und Output, damit das deklariert ist, was was ist. Dann werden hier oben analog die Daten aus dem Sensor gelesen, also ein Wert zwischen 0 und 255, wie heiß es ist. Das wird dann mit dem Befehl darunter, mit Map, in eine Temperatur in Celsius umgewandelt und hier mit diesen schönen kryptischen mathematischen Formeln wird das in drei verschiedene Parabeln aufgeteilt, die jeweils die Werte für Rot, Grün und Blau angeben. Am Ende wird dann die jeweilige LED auf die Farbe aufgeschrieben. Hier sieht man nochmal die Parabeln. Wie man hier sieht, das Niedrigste, was wir anzeigen können, ist minus 20 Grad. Also sollte es eine Flüssigkeit geben, die minus 20 Grad hat, dann wäre das der Zeitpunkt, das zu sagen. Und die Parabeln gehen immer weiter runter, die blaue. Währenddessen geht die grüne weiter hoch, bis 20 Grad. Das heißt, bei 20 Grad, wenn eine Flüssigkeit 20 Grad hat, ist es knallgrün, dann ist gar kein Blau mehr enthalten und je wärmer es dann noch wird, in Richtung 60 Grad, geht grün runter und rot hoch. Das möchte ich jetzt auch einmal zeigen. Ein kaltes Getränk war gerade schon drin, die Mate, die jetzt leer ist. Also hoffentlich sieht man, dass es blau ist. Wir hatten leider bloß eine LED. So, das ist heißes Wasser, was wir reingefüllt haben. Und vielleicht sieht man es so ein wenig. Es ist noch blau und es wird langsam röter und röter. Also sollte es irgendjemand erkennen können. Von nahem sieht man es, im Dunkeln auch. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier die Möglichkeit bekommen haben, das zu machen. Und dass ihr uns so schön zugehört habt. Also auch vielen Dank an Jugend Hackt, die Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade.